Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Let's Play Let's Design Cities Skylines. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, auch in dieser Woche geht es weiter mit einer neuen Folge und wir haben richtig viel zu tun, denn wir haben nicht nur das Problem, dass die Gewerbenachfrage nach wie vor weit über meinem vorstellbaren Horizont liegt, sondern wir haben auch das Problem, dass wir nicht genug Arbeitskräfte haben. Denn die ganz Hochgebildeten, oder die Hochgebildeten, nicht die ganz, aber die sind ja hoch, die Hochgebildeten, die gehen uns langsam zur Neige. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall in unser Bildungssystem ein bisschen investieren und das schauen wir sich am Rande jetzt gleich einmal an. Und dann werden wir natürlich weiter versuchen, noch ein bisschen Stadtentwicklung zu betreiben. Und die nächste Folge wird wahrscheinlich, nicht nur wird wahrscheinlich, sondern ist auch im Zeichen der Autobahn. Aber keine Sorge, es ist nicht wieder etwas, was wir schon gemacht haben, sondern wir kümmern uns um den nächsten Bauabschnitt, nämlich nach dem ganzen Verteiler hier in Simmering geht es dann schon Richtung Landstraße, den Bezirk Landstraße, beziehungsweise in weiterer Folge die Stadtumfahrung. Und das schauen wir sich dann in der nächsten Folge an. Jetzt geht es aber darum, dass wir die Bildung ein wenig vorantreiben. Und da würde ich ganz gerne mal schauen, und zwar Grundschule. Also wir haben fast 25.000 berechtigte Grundschüler und nur 13.000 Kapazität. Das heißt, wir können jetzt einmal schauen, inwieweit wir das verbessern können. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann haben wir relativ viel. Ja, wenn man sich das anschaut, dann haben wir eigentlich relativ viel Grundschulen. Aber irgendwie haben wir da ein Kapazitätsproblem. Also, ich meine, ja, es sind schon viele Schulen notwendig, das sehe ich ein, aber so viele Schulen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt, wir machen jetzt einmal Folgendes. Da unten ist sogar auch eine Schule. Ja. Wir gehen jetzt einmal da hinein und schauen einmal, was für Kapazität diese Schule überhaupt hat. Da passen 105 Schüler rein. Wenn ich das jetzt hochrechne, sagen wir 20 Schüler gehen in eine Klasse. Ja, da müssen wir auf jeden Fall was tun. Wenn ich jetzt angenommen sage, es gibt 4 Schulstufen, erste, zweite, dritte, vierte, dann jeweils 4 Klassen, die A, B, C und D Klasse. Und wobei zu meiner Schulzeit waren es nur 3 Klassen, A, B und C. Aber andererseits, Man muss natürlich sich anpassen. Das heißt, das Problem mit den 105 ist einmal auf jeden Fall zu wenig. Und da werden wir jetzt gleich einmal Folgendes machen. Pro Schule oder pro Klasse oder pro Schulstufe sind es 4 Klassen zu je 20 Schülern. Wir wollen ja die Klassen nicht überfüllen. Und das Ganze 4×8. Und dann haben wir 320. Schüler, die da drinnen hineinpassen, und dann ist das eigentlich brauchbar. Gut, dann schauen wir weiter. Wo haben wir denn noch Klassen? Gehen wir da mal respektive in unser neues. Boah, wir haben so viele Schulen da drinnen, das ist ja richtig. Das ist ja richtig, ja genau, das sieht man schon. Auch hier Minimum 320. Das müssen wir halt ein bisschen erweitern. Jetzt hat sich das theoretisch bei allen Schulen dieses Typs auf 320. Was? Aha. Auf 320 erhöht. Hat sich nicht erhöht. Weil das im Record drinnen eingestellt ist. Warum? Was ist da los? Aha. Mhm. Okay, da ist eine Mod, die das überlagert, aber welche könnte das sein? Lass mich nochmal schauen. Tatsächlich, da überlagert realistische Bevölkerung, da überlagert etwas. Ja, da haben wir es schon. Das müssen wir ja hier einstellen. Also meiner Meinung nach hat die Schule ein Erdgeschoss, einen ersten und einen zweiten Stock. Das heißt, hier fehlt noch etwas. Dann werden wir das ein bisschen anders machen. Ah, die hat nur 2 Stockwerke.
Jetzt haben wir hier mal... Ne, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Ja, da müssen wir auf jeden Fall... Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Theoretisch hat es sich jetzt geändert. Nein, hat sich nicht geändert. So. Ah, was mache ich denn? Lassen wir das bitte auf Original, genau, so machen wir das. Und hier sagen wir Bevölkerung überschreiben und tragen hier 320 ein. Dann machen wir Speichern und Anwenden, dann schließen wir das und dann haben wir immer noch 105. Okay. Also das war jetzt ehrlich gesagt nicht mein Ziel, dass ich jetzt... Muss ich das so machen? Enter drücken. Okay. Speichern und anwenden. Schließen. 320. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Dann gehen wir zurück zu dieser Schule, die wir vorhin gerade gesehen haben. Und dann sieht man es also nochmal kurz erklärt. Wenn man drückt, wenn man die realistische Bevölkerungsmod aktiviert hat, einfach auf realistische Bevölkerung. Dann öffnet sich das, dann sagt man Bevölkerung überschreiben, benutze die... So, dann sagen wir hier 320, Enter, Einstellung hinzufügen, speichern und anwenden und dann haben wir 320 Schüler in dieser Schule drinnen. Und dann geht es gleich weiter. Wir haben hier auch noch eine Schule drinnen, die schauen wir sich gleich an. Aber da noch nicht noch irgendwo eine Schule drin? Nein, das ist die hier. Wir haben so viele Grundschulen. Das Ding schaut etwas kleiner aus und ja, das lassen wir mit 270, das sage ich ganz ehrlich, weil das ist eindeutig kleiner. Das ist, dürfte so eine Privatschule sein. Sagen wir halt einmal, das ist eine Privatschule. Da gehen nicht so viele Kinder hinein. So, dann haben wir die dreimal hier, dann gehen wir da runter, da haben wir auch eine. Volksschule Floridsdorf, 1500 Schüler passen da rein. Das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn ich das jetzt ändere, dann brauche ich wieder mehr Schulen. Okay, hat keiner gesehen. 1500 Schüler passen da rein. So, dann haben wir hier noch eine Schule. Freie Schule. 250, na, das ist mir auch zu wenig. Dann machen wir auch mindestens 320 draus. Hinzufügen, speichern und anwenden. Dann haben wir das hier. Dann schauen wir weiter. Wo haben wir noch Schulen, die wir noch nicht nachjustiert haben? Das sind 800, das lasse ich auch. So, dann schauen wir weiter. Was haben wir hier? 100. Schaut auch. Naja. Da lassen wir auch die 100. So. Da haben wir noch was. Da sind die 320 drin. Da kommen wir eh schon schön langsam in den Bereich. Ja, 270. Da war noch irgendwo eine Schule, glaube ich. Ja, das ist wieder die 1500er. Wie sieht es hier aus? 1500, dann haben wir hier noch irgendwo eine Schule versteckt. Genau hier. Das ist auch eine 1500er. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alle Schultypen. Nein, die noch nicht. 1000, okay. Ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Wir haben 24.000 Berechtigte. Bei 14.400 Plätzen, das ist ja schon richtig... Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ja, wir müssen auf jeden Fall in die Bildung investieren. Also das
Da lässt sich gar nicht drüber streiten. Da muss in die Bildung investiert werden. Das ist, glaube ich, dieses Riesengebäude hier. Da will ich aber eher noch das. Ja, das ist auch so groß. Das ist so eine Blockschule. Das sind alles so Schulen für die Plattenbau-Architektur oder in der Plattenbau-Architektur. Setzen wir die mal hier rein. Schauen wir sich das an. Ja, das gefällt mir. Das sieht gut aus. Was wir auf jeden Fall hier noch machen können, ist mithilfe des... Nein, doch, mit dem hier. Und dann sagen wir hier Kreuzungsvorlagen. Lärmschutzschiene. Übernehmen. Ja, perfekt. Übernehmen. Und hier auch. Lärmschutzschiene. Übernehmen. Zack. Anwenden. Und hier auch. Lärmschutzschiene. Anwenden. Und hier machen wir das auch. Und hier auch noch einmal. So. Dann passt das. Das gefällt mir recht gut. Und jetzt mit der Move It Mod das Ganze hier nach hinten ziehen. Ja, man hört, ich bin schon wieder ein wenig verschnupft. Fragt mich bitte nicht, warum. Jetzt wird eigentlich das Wetter schöner. Aber wahrscheinlich genau deswegen. So, also, wieder eine Schule mit insgesamt 300 Kapazität. Das ändern wir noch ab. Dann sagen wir 320. Einstellung hinzufügen. Speichern und anwenden. Und dann ist das auch in Ordnung. Und Schüler in der Stadt 14.600. Okay. Gut. Dann haben wir hier auch ein bisschen was getan. Da haben wir ja, glaube ich, sogar eine Oberschule. Und da hinten hätten wir eine Grundschule. Wir haben aber hier in dem Bereich noch gar keine Grundschule. Das heißt, wir werden uns hier irgendwo eine Grundschule reinsetzen. Und da würde ich sogar sagen, dass wir... Warum fahren die eigentlich so komisch? Oh ja, was ist denn da passiert? Haben schon länger nicht mehr vorbeigeschaut, ha? So. Sieht doch gleich besser aus. Haben wir hier irgendwo... Ja, definitiv. Mal hier noch... Ein Problem, da haben wir auch noch ein Problem. Gut, dass wir da wieder mal vorbeigeschaut haben. So, das können wir noch so machen. Perfekt. Jetzt frage ich mich, wo ist eigentlich das Problem, dass die da gerade so komisch fahren? Also, wenn die hier kommen, die können nur gerade und links, das ist in Ordnung. Die dürfen überall hin, die dürfen auch überall hin. Aha. Mich interessiert eigentlich, warum die da so komisch im Kreis fahren. Zeig mal, was du tust.
Okay. Interessant, weil der ist definitiv von dieser Autobahnauffahrt gekommen und weil er dahin muss. Ah, jetzt habe ich es verstanden, weil der keine Möglichkeit hat, darüber zu kommen. Okay. Mal gleich ein bisschen Verkehrsmanagement, dann schauen wir sich das an. Natürlich, hier sieht man es. Die können nur so fahren, weil sie hier nicht gerade weiterfahren können und da vorne gibt es für die keine Möglichkeit, raufzufahren. Aha. Da müssen wir so fair sein und denen die Möglichkeit geben, gerade weiterzufahren. Na genau. So, jetzt ersparen sich dann die das. Hier müssen wir noch schauen. Ja genau, das ist aber in Ordnung. Und jetzt müssen sie nicht mehr so komisch im Kreis fahren und entlasten natürlich dann wieder hier das Gebiet. Da hatte ich nicht aufgepasst. Hier haben wir es aber gemacht. Hier sieht man, dass sie definitiv, wenn es notwendig ist, gerade weiterfahren können. Da haben wir das vergessen. Okay, aber wir konnten das relativ schnell wieder beheben, das Problem. Und somit kümmern wir uns jetzt um die Grundschulversorgung. Und da würde ich ganz gerne... Die ist zu groß. Die ist auch so groß, wobei ich meine, ich könnte sie hinsetzen und naja, die ist schon sehr groß. Was bist denn du? Freischule, du bist auch riesengroß. Das sind alles so groß. Oh, Studienbericht. Wow, Glitches. Wissenschaftlern ist es endlich gelungen, die Quelle aller Glitches zu identifizieren und zu isolieren, um sie für wissenschaftliche Zwecke zu nutzen. Na wunderbar. Sozusagen Cheating per Wissenschaft. Okay. Ich brauche eine kleine Schule. Dann nehme ich mir natürlich genau die größte. Die sind alle so groß. Die passen da nicht rein. Ich brauche einen Platz für die Schule. So. Ja, die ist auch so groß. Na bitte, das nehmen wir. Das könnte man sogar da hinsetzen. Das setzen wir sogar da rein. Erstens, weil es mir da drinnen gefällt. Und zweitens, weil wir die Schule jetzt nehmen. Mit der Move It Mod. Und... machen das so. Schaut cool aus. Ja. So können wir das lassen. Gut, wieder ein bisschen Kapazität dazu bekommen von 100 Schülern. Ja, das ist nur der Tropfen am heißen Stein, könnte man jetzt sagen, aber es muss weitergehen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich noch ein paar von diesen Elementary Schools hier verpflanze, weil die haben die meiste Kapazität und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gestehe es ein, ich würde die auch sogar sehr gerne viel mehr verwenden. 1500 Schüler. Ah, da gibt es noch irgendwo eine, glaube ich, die 3000 hat, oder? War da nicht irgendwo eine mit 3000 gehabt? Ah, noch 270. Man sieht es eh, wenn man drauf geht mit der Maus. 800, 300, 270. 500, 1500, 800. Und, 1500 doch das höchste. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was von denen da setzen. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als dass wir zum Beispiel auch noch einmal hier... denn noch Platz? Fast nirgends mehr. Die kriegen wir nicht rein, weil es zu wenig Platz ist. Da wären zu viele Schulen nebeneinander. Da hätten wir einen Park. Da nehmen wir den Park. Warum nicht? Schule mit Anschluss ans Bussystem. Wir nehmen dieses Teil. Und ziehen das da so hin. Da haben wir noch eine Bushaltestelle, die lassen wir dabei, weil jetzt geht es nicht primär um die Verschönerung der Bushaltestellen, sondern jetzt geht es eher mehr um
das Schulsystem. Und ja, ich brauche viel mehr solche Schulen. Da haben wir zum Beispiel überhaupt keine Schule. Technisch gesehen würde die da sogar reinpassen. Schauen wir mal. Ah, fast. Fast. Fast passt die uns da rein. Setzen wir es neben die... Warum nicht? Setzen wir es neben die Busgarage. Ist ja auch okay. Da so mit dem Zaun ein bisschen überlappend. Ja, das ist okay. Brauchen die hier auch eine Schule? Die brauchen fix eine Schule, aber die werden was anderes bekommen. Da würde ich schon fast sagen, dass wir das modernere Teil hier nehmen, aber da haben wir wieder so wenig Kapazität. Aber das ist, ehrlich gesagt, kann uns das egal sein. Hauptsache, die haben eine Schule hier und das passt sehr gut in den Stil dieser Häuser dazu. Das heißt, wir nehmen die Schule, ziehen es ein bisschen nach hinten und dann passt sich das ins Stadtbild hinein oder fügt sich ins Stadtbild hinein und dann gehen wir weiter. Ja, ich weiß, ich fliege da gerade ein bisschen wild herum, aber es ist einfach notwendig. Und jetzt nochmal also diese alte Schule hier und die setzen wir natürlich da rein. Passt perfekt hinein. Also ehrlich jetzt, passt perfekt hinein. Wirklich, sehr gut. Wieder ein bisschen mehr Kapazität. Wie sieht es denn da drüben eigentlich in Simmering aus? Wir haben ja hier diese Plattenbaugeschichte, aber haben wir denen auch überhaupt eine Schule zur Verfügung gestellt? Nein, ehrlich gesagt nicht. Das heißt, wir können jetzt ohne weiteres hier diese Plattenbauschule hier irgendwo ansetzen. Die Frage ist, pflanzen wir es dahin? Das ist ein bisschen eine verwilderte Schule, da wachsen überall die Bäume und Sträucher raus. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mit, viel zu groß, die Bäume hier entfernen, weil die Schule bringt ihre eigenen Bäume mit. Wir haben hier sogar eine Plattenbauschule, wobei, ich weiß nicht, so ganz zufrieden bin ich da noch nicht damit, weil das irgendwie, das machen wir anders, wir nehmen das Teil. Setzen es so hin. Jetzt lassen wir das so anschließen. Das ist in Ordnung. Da haben wir den Weg durch. Das machen wir noch so. Und machen wir zu. Jetzt haben wir hier genau, jetzt holen wir sich hier Bäume. Dann pflanzen wir hier noch ein paar so Bäume hin, dann sieht das auch gut aus. Das passt perfekt in unsere Plattenbausiedlung. Dann suchen wir nochmal, ob wir noch irgendwo Schulen unterbringen könnten. Da haben wir schon eine Schule, da haben wir jetzt auch eine Schule. Auch. Die Häuser hier sind, wobei, also ganz ehrlich, jetzt da ist eine Schule und die habt keinen Anschluss an Bildung. Kann ich mir nicht vorstellen. Das muss wahrscheinlich jetzt noch alles sich erst einpendeln. Gut, langsam gehen mir die Plätze aus für Schulen. Da können wir noch eine hinsetzen. So. Passt mir irgendwie überhaupt nicht hier hin. Sorry, das muss weg. Da müssen wir was anderes nehmen.
Was könnte man denn da nehmen? Eine freie Schule, die ist zu groß. Sowas noch einmal. Ja, dann nehmen wir noch so einen Kindergarten. Warum nicht? Der passt wenigstens da schön hinein. Nicht zu hoch. Ja, das ist in Ordnung, das nehmen wir. So, jetzt kommt das nächste Problem. Oberschule. Da brauchen wir auf jeden Fall viel Kapazität. 800, 500. Das sind wahrscheinlich alle. 1500. Die große Oberschule hat 2400 Kapazität. Die werden wir setzen müssen. Das ist Fakt, weil ich will jetzt nicht, weiß ich nicht, wie viele Schulen hier irgendwo hinsetzen. Nur um dann festzustellen, dass immer noch zu wenig ist. Da machen wir das lieber so und setzen hier neben die Polizeistation gleich die große fette Schule hin. So. Das ist die Universität. Ich meine, wir könnten natürlich, wobei das ist Campusgebiet, das werden wir lassen, das brauchen wir dann noch später. Da setzen wir auch eine Schule hin. Ich will halt jetzt nicht übertreiben mit dem Zuspammen von den großen Schulen, aber es lässt sich anders nicht wirklich ja, handhaben, das Ganze. Aber da haben wir noch Platz. Da setzen wir noch so ein großes Teil rein. Architektonisch zwar irgendwie eine Zerstörung, aber es geht nicht anders. Und da setzen wir noch eine rein. Nur wir brauchen die Kapazitäten. So. Ja. Hart an der Grenze. Aber es lässt sich halt eben anders nicht vereinbaren. Haben wir hier jetzt im Plattenbaustil die Möglichkeit zu sagen, wir wollen... Genau. Dann setzen wir die dazu. Genau. Das passt auch, das Teil. Das gefällt mir. Das lassen wir. Und das machen wir da drüben in Simmering auch noch. Und dann verspreche ich, lassen wir es gut sein fürs Erste. Wir haben auf jeden Fall die Kapazitäten erhöht. Das ist wichtig gewesen. Aber jetzt würde ich ganz gerne ein bisschen weitermachen. Nummer 2, Nummer 1. Aha, okay. So ein längliches Gebäude. Mal gleich hier hinsetzen werden. Wobei, nein, das nehmen wir und setzen es hier hin. So. Sieht auch ziemlich verwachsen aus, das Ganze. Und dann machen wir hier noch. So. Das ist in Ordnung. Jetzt holen wir sich noch ein paar Bäume. Dann haben die hier alles in dieser Stadt oder in diesem Stadtteil. Das versetzen wir noch ein bisschen so. Dann sieht das gut aus. Zwei Schulen nebeneinander und die Kapazität ist ins Gelbe gerutscht. Das ist sehr gut. Hier sind wir noch im Roten. Ah, aber jetzt kommt es drauf an. Nicht auf die Bibliothek, sondern auf die Universität. Wir haben viel zu wenig Kapazität. Das schauen wir sich jetzt an in unserem Schulcampus, in unserem Universitätscampus. Wie können wir den noch ein bisschen erweitern, beziehungsweise können wir den noch erweitern? Wir kriegen nur 4300 Studenten hinein. Da sind wir schon ziemlich gut aufgestellt. So.
Das sind diese Standarduniversitäten, wobei das gefällt mir auch recht gut. Dieser Mediabunker Hamburg, dieser ewig alte Bunker hier, ah, den könnte man auch irgendwo hinsetzen. Aber wo würde der denn gut hinpassen? Irgendwo in der Nähe der Stadt als, oder in der Nähe der Innenstadt, so als Hauptverteidigung früher. Irgendwie so. Wo würde der denn gut hinpassen? Ich meine, wir könnten den sogar da reinsetzen. Schauen wir mal, ja, ob das eigentlich sieht das cool aus. So, das lassen wir. Den setzen wir da jetzt schön rein. Genau. So, nur in diesem Gebäude würde ich ehrlich gesagt die Parkplätze verschwinden lassen. Das heißt, wir holen uns die Bob-Mod, sagen Invisible Parking Spaces, nur in alle Dekorationen dieser Art in diesem Gebäude auf 0. Zack. Oder noch irgendwo. Okay. Darf gern so bleiben. Was haben wir noch? Irgendwas, was wir... Nein. Das lassen wir. Das passt. Das gefällt mir. Jetzt können wir hier eigentlich noch sagen, wie sieht es hier eigentlich mit der Parkplatzsituation aus? Hier dürfen sie parken, hier dürfen sie parken und hier machen wir einen Parkplatz dazu. Gleichzeitig sagen wir hier Concrete. Oder machen wir gleich die großen. Ich glaube, da nehmen wir gleich eine große. Warum soll man oft herumfuschen, wenn man da einmal, zack, und das ist dicht. Perfekt. So, jetzt sagen wir hier, jetzt machen wir einen neuen Tab auf, dann sagen wir hier Parking. So. Sieht cool aus, möchte ich aber nicht haben. Wir brauchen was Großes. Moderne Garage. Mitten in die Innenstadt, nein. Das machen wir nicht. So. Kann man hier eigentlich? Der wäre recht groß. Nicht verwendet. Würde ich sogar zweimal reinkriegen, oder? Ah, gefällt mir nicht. Damit kann ich leben. Das gefällt mir eindeutig besser. Jetzt können wir hier noch sagen, wir machen unser neues Kästchen auf und sagen Filler. Dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Ziemlich viel. Und doch nichts. Zack. Zack. Schauen wir sich das an, kann man da noch... Bäh. Okay. Aber die passen.
Ja, das passt. Das sieht gut aus. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachjustieren, weil da habe ich überhaupt keine Freude. Ja. Warum nicht? Jetzt nehmen wir das Teil und glitschen es ganz zart zusammen. Oder glitschen wir es eher nicht zusammen, machen wir es so. So, mit gedrückter Steuerungstaste lässt sich's leichter, sanfter verschieben. Ich glaube, jetzt haben wir es. Kopieren wir die beiden. Setzen das da drüben hin. Dann nehmen wir nur eines. Setzen das so hin. Und können jetzt eigentlich mit einer großen Concrete-Platte ja auch eigentlich bedenkenlos zukleistern. Das gar nicht so schlecht aussieht. So, wie sieht es jetzt mit der Studentenkapazität aus? Besser? Dementsprechend hoffe ich, dass sich jetzt langsam das Problem mit den nicht so vielen, nicht genügend gebildeten Arbeitskräften, dass sich das langsam jetzt bessert, wenn die dann irgendwann einmal mit der Schule fertig sind. Weil erstens haben wir jetzt neue Plätze für Grundschüler, neue Plätze für Hauptschüler bzw. Oberstufe und ja, Universität. Jetzt könnte man natürlich noch schauen, ob man hier noch irgendwas verbessern könnten. Was können wir denn noch setzen? Universitätscafeteria. Warum nicht? Müsste ich hier hinsetzen? Ja, warum nicht? Setzen wir es hin. Dann können sie sich hier bequem machen. Dann gibt es noch einen Universitätsbrunnen, der kommt dahin, das passt doch auch perfekt hier hin. Und was können wir noch setzen? Was haben wir noch? Universitätslernpark. Ja, warum nicht? Ui, der ist riesengroß, dieser Lernpark. Könnte man eigentlich. Ah, der ist riesengroß. Wo bringe ich dich unter? Ich bringe dich eigentlich gar nicht mehr unter auf unserem Campus. Naja, da müssen wir sich. Was haben wir da? Alle Fans spielen drin. Sportarten, die trainieren und Spiele austragen. Erhöht die Campus-Attraktivität. Ja, warum nicht gleich daneben, oder? Wenn wir schon irgendwie zusammenglitschen. So, zack. Dann schauen wir sich das an. Okay. Cafeteria können wir ruhig so hinstellen. Diesen Club können wir da unmittelbar daneben hinsetzen. Das passt hier auch noch hin. Das machen wir so. Sieht auch gut aus. Und jetzt brauchen wir natürlich wieder Concrete-Platten, aber dann nehmen wir die kleineren. Genau, die reichen. Dann machen wir hier noch, nicht alles dicht machen bitte, weil, genau, man könnte jetzt natürlich hier sagen, Concrete 1x4, das sieht cool aus. Das würde ich auch noch so machen. Passt.
Das sieht auch gut aus. Können wir hier noch ein wenig so nachjustieren. Und dann lassen wir das. Gut, wie sieht es jetzt aus? Wir haben aktuell immer noch zu viel Berechtigte. Aber wir haben jetzt schon mehr Kapazität. Ich denke, dass das Ganze jetzt nur eine Sache von Einpendelungs, sag ich mal, Problemen ist, dass sich das Ganze jetzt eben langsam einpendeln wird, um dann in weiterer Folge mehr Ressourcen zu verwenden oder mehr der geschaffenen Ressourcen zu verwenden. So, man sieht, wir haben jetzt wieder eine hohe Nachfrage nach Wohngebieten und wir haben eine kleinere Nachfrage nach Industrie- und Bürogebieten. Ich hätte mir jetzt mal überlegt, was auszuprobieren. Und zwar, wir haben ja hier unsere Inselstadt und wir haben ja hier das Stadion und das Ganze. Und ich hätte jetzt gerne probiert, ob es möglich ist, hier in der Nähe dieses Freizeitparks, also quasi hier, eventuell so eine Zone auszuweisen, wo man dann... Moment einmal. Parkgebiet übermalen, das ist Universität. Ah, da ist es, genau. Spezialisierung Freizeit. Okay, dann würde quasi die ganze, ja, aber warum eigentlich nicht? Das heißt, alle Gebäude, die ich hier drinnen jetzt erstelle, würden mit der Spezialisierung Freizeit erschaffen werden. Schauen wir sich das einmal an, ob das Sinn ergibt. Und dann würde ich hier sogar sagen, wir machen mit Hilfe des Node-Controllers, beziehungsweise im Moment einmal, wir nehmen uns das Werkzeug hier, fügen einen Node hier ein, fügen einen Node hier ein, nehmen den weg und jetzt entfernen wir das Teil hier, genau, dann holen wir uns ein Stück von dieser Straße her, gehen da rauf. Machen das einmal so, fürs Erste. Jetzt holen wir uns das hier. So. Dann müssen hier die Bäume wieder weg. Aber nicht so tragisch, weil alles, was wir verschwenden, wird eh wieder aufgeforstet. Das haben wir ja schon mehrmals getan. Macht jetzt ein bisschen großzügigeres Gelände hier. Nehmen das noch einmal weg. Lass es jetzt andocken. So, und dann ziehen wir das ein Stückchen raus. Passt. Das ziehen wir jetzt einmal hier runter. Passt auch. Und jetzt hätte ich gern. Jetzt hätte ich gern. Die Straße will ich nicht haben. Ich bin noch immer am Überlegen, also darum war ich jetzt kurz. Machen wir das einmal so. Genau. So. Ja, das lassen wir jetzt einmal kurz sacken. Das schaut nämlich gar nicht so schlecht aus. Dann
nehmen wir das Teil hier, ziehen das hier ziemlich in die Länge. Können wir ein bisschen rückwärts gehen, genau. Jetzt holen wir uns den Node Controller. Setzen uns hier einen Node hinein. Genau. Jetzt nehmen wir uns den Node Controller und blasen den künstlich auf. So. Dann haben wir einen Kreisverkehr. Oder so eine Wendeschleife. Nennen wir es Wendeschleife. Jetzt nehmen wir die Bäume noch weg, weil sonst sieht das Ganze ziemlich verwildert aus. Das ist eine schöne Wendeschleife. Können wir jetzt eventuell noch den Node hier... Ja. Das sieht um einiges besser aus. Gut, das haben wir auch. Jetzt können wir hier noch sagen, wir wollen das hier da haben. Das hier da haben. So schön zumachen. Das passt auch. Und jetzt will ich hier lassen wir das. Hoppala. Ja, warum eigentlich nicht? Das machen wir so. Das machen wir so. Das machen wir so. So. Dann entsteht hier so ein Freizeitgebiet. Hoffentlich selbstständig. Das holzen wir jetzt mal alles hier ab, aus dem einfachen Grund, damit man das dann schön sieht, wie sich das hier baut. Hier brauchen wir mal fix noch Parkplätze. Alle. Nicht wundern. Genau. Ja, das sieht komisch aus, aber das können wir trotzdem noch... Das können wir trotzdem noch korrigieren. Indem wir das hier so hinsetzen. Genau. Jetzt diesen Node hier nehmen und den noch ein Stückchen nach oben schieben. Und dann sieht das eigentlich gut aus. Jetzt müssen wir hier noch den letzten Feinschliff machen. Und zwar ein Node hier, ein Node hier. Der kommt weg. Das kommt weg. Jetzt können wir mit der Movie Mod noch ein bisschen. Und dann haben wir hier eigentlich auch relativ simpel das Ganze. Gerade gebogen. So. Die können jetzt parken. Ich frage mich aber nicht, warum das jetzt so komisch aussieht. Kann ich das nicht irgendwie mit der Movie Mod... Ich sage, ich will... Komisch. Egal, aber das baut sich jetzt. Ganz eigenartig.
sind die so knapp beisammen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, also die Nachfrage nach Gewerbe, man sieht es, geht leicht zurück, dafür steigt aber die Nachfrage wieder nach Wohnraum. Wir werden hier jetzt eine Ampelanlage bauen. Gern so sein. Hoppla, dann machen wir das wieder zu. Dann machen wir das. Na, dann machen wir das zu. Dann machen wir das zu. Und dann, wow, werde ich mich mit diesem Bild von dir verabschieden. Ja, ordentlich was weitergegangen. Wir haben in die Bildung investiert und wir haben ein wenig den Gewerbebedürfnissen ja sozusagen eine Möglichkeit gegeben, dass die Leute sich jetzt zukünftig mehr mit der Freizeit beschäftigen können, obwohl wir eh schon einen Freizeitpark hatten, obwohl wir ein Stadion hatten, aber das Ganze im Gebiet Inselstadt und dort gehört das Ganze auch hin. Was das Ganze noch bringen wird, sehen wir in einer der nächsten Folgen, denn die nächste Folge, habe ich ja schon gesagt, wird ein wenig im Zeichen der Infrastruktur stehen. Und bis dahin wünsche ich dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Let's Play, Let's Design, Cities Skylines. Bleib gesund. Servus.